Hallo ihr lieben Siedlerzeit, heute mit dem dritten Video zur Gründungsreihe. Das sind Tipps und Tricks rund um die Gründung bei dem Grundspiel von Catan. Ich analysiere für euch ein Spiel und kommentiere dieses. Im ersten Video gab es zwei elementare Fragen, die ihr euch immer stellen solltet. Im zweiten Video habe ich euch drei strategische Ansätze gezeigt und in diesem Video möchte ich euch Fallstricke zeigen, die es bei dem Strategieansatz Stadtentwicklung gibt. Wir spielen natürlich wieder zu viert. Ihr seid der gelbe Spieler an zweiter Position. Und ich empfehle euch, das Ganze hier interaktiv laufen zu lassen. Das heißt, wenn der gelbe Spieler dran ist mit der Gründung, drückt ihr auf Pause und überlegt, wo ihr eure Siedlung platzieren würdet. Das könnt ihr natürlich auch gerne für die anderen Spieler machen, signalisiert durch dieses Geräusch. Der rote Spieler platziert sich hier an 8, 5 und 10 mit 12 Produktion, geht nach außen, das ist völlig in Ordnung. So, ihr seid an der Reihe, drückt mal Pause und überlegt, wo ihr eure erste Siedlung platzieren würdet. Ich entscheide mich hier für den stärksten Erz-Spot. Das sind zwar nur 10 Produktionspunkte, aber wenn wir uns die Karte anschauen, dann gibt es relativ wenig Punkte, wo man gutes Erz erlangen kann. Erste Frage ist ja immer, wo haben wir die höchste Produktion? Die hat sich der rote Spieler hier schon oben geschnappt mit 12 Produktionspunkten und ansonsten sieht das einigermaßen mauer aus. Das ist natürlich ein Nachteil, den man direkt als zweiter Spieler hat. Ihr bekommt unter Umständen nicht mehr die höchste Produktion. Ist in meinem Fall aber nicht schlimm, weil ich sowieso ein Stadtentwicklungsspieler bin, der auf Erz geht. Zweite Frage ist, welche Ressourcen sind knapp? Das trifft hier für Leben zu, das stört mich aber nicht. Und für Erz, das ist schon wesentlich kritischer. Hier gibt es nur zwei Spots, die wirklich lukrativ sind. Und das macht das umso wichtiger zu überlegen, wo die anderen Spieler bei der Gründung ihrer Siedlung platzieren könnten. Drückt mal die Pause-Taste und überlegt, wo ihr als gelber Spieler eure Straße hinsetzen würdet. Na, habt ihr euch genauso entschieden oder seid ihr potenziell Richtung Bomben gelaufen? Was meine ich mit Bomben? Das sind natürlich einmal die verbliebenen guten Erz-Spots und natürlich auch die Kombination 9, 5 und 10, die auf jeden Fall besiedelt werden wird. Wenn ihr als Stadtentwicklungsspieler direkt die erste Straße verhaut, weil ihr euch verkalkuliert und ein anderer Spieler euch den Weg abschneidet, dann habt ihr schlechte Karten. Heißt also hier am besten immer Richtung Küste gehen, das ist der sichere Weg. Der weiße Spieler ist dran mit seiner ersten Siedlung und platziert sich hier an einen der wenigen verbliebenen guten Erzspots, bekommt 10 Produktionspunkte, das ist in Ordnung. Gut, dass wir unsere Straße nach außen gesetzt haben, sonst hätten wir hier direkt Konkurrenz. Der blaue Spieler ist an der Reihe und setzt sich direkt an einen weiteren guten Erzbot. Der weiße Spieler ist genau in die Falle reingelaufen, in die der gelbe Spieler hier nicht reingelaufen ist. Setzt seine Straße nach außen. Das kann ich nicht verstehen. Ich hätte hier eher den Kampf aufgenommen mit dem gelben Spieler. Der Spieler ist mit seiner zweiten Siedlung dran, platziert sich hier bei 9, 4 und 11. Das geht in Ordnung, sind zwar nur 8 Produktionspunkte, aber ergänzend zu dem sehr guten Erz mit der 8 hat der blaue Spieler hier gute Karten mit dem Getreide 9. Die Platzierung der Straße sollte hier nicht Richtung hohe Produktion gehen. Das macht der blaue Spieler hier falsch. Hier wäre ich eher Richtung Wüste gegangen. Der weiße Spieler ist dran, setzt seine zweite Siedlung an einen Schafhafen für ein Schaf, was er niemals haben wird. Ich hätte die Siedlung eher an die Wüste platziert und damit eine Straße gespart, um an den Lehmhafen zu kommen. Ihr seid wieder an der Reihe, der gelbe Spieler, zweite Siedlung, drückt Pause und überlegt, wo die Gründung stattfinden soll. Außer Frage steht, dass wir noch ein starkes Getreide brauchen. Ich entscheide mich im Spiel für 5, 4 und 3 mit 9 Produktionspunkten, einem guten Getreide. Und im Nachhinein betrachtet hätte ich mich dann doch eher anders entschieden, nämlich für 9, 5 und 10. Das ist auch eine sehr gute Kombination, wo man mich nicht so leicht in Bedrängnis bringen kann und wo ich dem roten Spieler auch einen guten Spot geklaut hätte für seine zweite Siedlung.
Der zweite Grund, der für 9, 5 und 10 spricht, ist der Erzhafen, der da ganz in der Nähe ist. Mit den beiden Erz harmoniert das ganz gut. Und wenn ich das nicht für Städte oder Entwicklungskarten verpulvere, dann hätte ich das gut tauschen können. Außerdem habe ich mit der 9 und der 8 und dem blauen Spieler einen verbündeten Spieler und laufe weniger Gefahr, an der Stelle durch den Räuber attackiert zu werden. Aber zu spät, ich habe mich hier anders entschieden. Rot ist an der Reihe, setzt seine zweite Siedlung. Und es ist an der Stelle zu erwarten, er platziert seine Siedlung bei 9, 5 und 10. Das sind 11 Produktionspunkte, das ist gut, aber er hat mit der doppelten 10 und mit der doppelten 5 nachher unter Umständen noch ein ganz anderes Problem. Das gucken wir uns gleich in der Auswertung an. Schauen wir mal im Überblick. Der rote Spieler hat 23 Produktionspunkte, gelb 19, weiß 17 und blau 16. 23 Produktionspunkte hat der rote Spieler hier erreicht. Das ist das Maximum, was auf diesem Spielfeld geht. Er hat allerdings nur eine 44%ige Chance auf einen Ertrag. Und das liegt an der Doppel 5 und an der Doppel 10. Und die Zahlen, die er hier doppelt hat, harmonieren auch nicht miteinander. Das heißt, er hat kein Lehm mit Holz und kein Erz mit Getreide und auch kein Schaf mit Getreide oder Erz. 8 Produktionspunkte auf Schaf und Getreide ohne Erz, das wird für Rot hier auf jeden Fall eine schwierige Kiste. Der kann hier nur auf Expansion gehen und das mit schwachem Holz und schwachem Lehm. Der gelbe Spieler hat sich hier sehr klar fokussiert. Er hat 19 Produktionen, eine 47%ige Chance auf einen Ertrag. Das ist jetzt nicht so super. Aber wenn wir uns angucken, welche Rohstoffe hier mit einer hohen Produktion versehen sind, also einmal Erz mit insgesamt 7 Produktionspunkten, das auch noch doppelt belegt, damit abgesichert und entsprechend dazu Getreide und Schaf, dann geht das hier ganz klar Richtung Stadtentwicklung. Der gelbe Spieler hätte auf jeden Fall eine bessere Wahl mit 9, 5 und 10 getroffen. Da hätte er seine Produktion auf 21 erhöht, eine Chance von einem Ertrag von 50%, das ist richtig gut. Er hätte zwar ein bisschen Schaf eingebüßt, aber dazu zusätzlich noch Holz bekommen, das wäre hier die bessere Wahl gewesen. Aber manchmal ist man halt hinterher schlauer. Der weiße Spieler hat einen Schafhafen ohne Schaf, das heißt, um Siedlungen zu bauen, muss er nachher 4 zu 1 tauschen. Eine Straße wurde hier direkt in den Sand gesetzt. Das Erz ist nicht stark genug, um hier wirklich auf Städte zu gehen. Ich denke, für Weiß wird das auch richtig schwer. Der blaue Spieler hat hier auch noch ein sehr starkes Erz abbekommen, ist direkt am 3 zu 1 Hafen. Hat damit also ganz gute Flexibilität, um hier sein Spiel zu machen. Mit dem starken Erz könnte das auch Richtung Stadtentwicklung gehen. Nach der Gründung zeige ich euch jetzt noch ein paar Spielausschnitte, wie sich das Spiel entwickelt hat. Der rote Spieler hat einen holprigen Start, hat ja auch noch Besuch vom Räuber bekommen. Mit den doppelten Zahlen ist das wirklich schwierig. Der weiße Spieler hat hier den Lehmhafen verpasst. Dadurch, dass er die Gründung unbedingt am Schafhafen machen musste, bräuchte er noch eine weitere Straße, um den Lehmhafen zu erreichen, hat aber vorher die Siedlung gebaut und kommt damit auch nicht so richtig in Fahrt. Der gelbe Spieler ist seiner Strategie treu geblieben, hat hier zwei Städte gebaut, aber noch keine Straße. Also das genaue Gegenteil vom blauen Spieler. Der blaue Spieler hat hier wirklich richtig, richtig viele Straßen gebaut. Allerdings hätte der blaue Spieler das sinnvoller machen können. Drückt mal Pause und überlegt, wie man dem gelben Spieler das Leben schwer machen kann. Der blaue Spieler hätte dem gelben Spieler einmal oben den Weg abschneiden können und hat auch die Möglichkeit, unten bei der 8 Erz eine zweite Siedlung zu gründen und damit dem gelben Spieler einen weiteren Siedlungsspot zu klauen. Und genau das ist auch ein sehr gutes Mittel, um einem Stadtentwicklungsspieler das Leben schwer zu machen. Dadurch, dass er schlecht Straßen bauen kann, kann ein Spieler, der hier auf Expansion geht, überraschenderweise der blaue Spieler, hier richtig Ärger verursachen. Ein weiteres gutes Mittel, um einen Stadtentwicklungsspieler in die Knie zu zwingen, ist ihn entweder Erz zuzustellen oder Getreide zuzustellen. Vorzugsweise natürlich die Ressource, die er nur einmal belegt. Bei Gelb also hier Getreide. Der gelbe Spieler hat das Spiel hier gewonnen mit 10 Siegpunkten, blau war knapp dahinter mit 7 Siegpunkten, hätte allerdings alle Möglichkeiten gehabt, hier
gibt, den Weg abzuschneiden und damit das Spiel herumzureißen. Wie ihr seht, ist auch die Stadtentwicklung kein Selbstläufer. Es gibt Mittel und Wege, um euch das Leben schwer zu machen. Wenn euch jemand den Weg abschneidet oder eine kritische Ressource mit dem Räuber zustellt, kann das echt schwierig werden. So ihr Lieben, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.